Reicht das als Fläche? Sollte reichen. Bist du? Da, wo ich bin. Oh Mann, ah, ich sehe dich. Es reicht, oder? Ja, reicht für den ganzen Freizeitpark. Na, wir machen aber ein normales Riesenrad und kein so ein komisches wie du letztes Mal. Wir machen so eins, wo seitlich so hoch geht. Okay. Back dich nicht so rum. Machst du? Gleich einfach so. Machst du, warte mal. Bam. Es muss ja schon ein bisschen Bodenfreiheit haben. So. Also da muss noch so hin. Da muss noch so hin. Hauptsache es ist geil, muss ja nicht gut aussehen. Ja. Einmal, wir müssen das doch symmetrisch machen. Asymmetrisch. Ja, symmetrisch muss das auch nicht sein. Ich kümmere mich mehr um die Technik. Ich bin Okay. Technik. Du Der bist aus der Nick. Werbung. Ja, du bist Nick Tech. Also grundsätzlich würde eigentlich auch schon nur so ein Stab reichen. Es backt rum. Hä? Backt rum, habe ich gesagt. Was backt? Du backst. Und was backe ich? Kuchen. Was Kann ich für dir. einen? Ich. Schokoladenkuchen. Nee, Pfannkuchen. Gilt Pfannkuchen Ja, eigentlich kann. als Kuchen? Nein. Nein. Ich glaub nicht. Das sind die wichtigen Fragen im Leben. Ja. Ich kann Kuchen. Was Kuchen? Ah, ich back so rum. Warum back ich rum? Weil hier zu viel auf der Map ist wahrscheinlich. Ja, warte mal, ich gehe mal ein bisschen rum und lösche ein paar Sachen, die wir eh gespeichert haben. Bist du sicher, dass wir die gespeichert haben? Dein Und was? ganzes Ding musst du ja noch, dein Ding, Dung musst du noch speichern. Oh ja, das ist wichtig, Alter. Da habe ich viel Zeit reingesteckt. Wenn ich Also den. ein Wohnmobil, warte mal, habe ich Wohnmobil gespeichert? Ja, den Wohnwagen habe ich gespeichert. Ich. Den Anhänger und das Fahrzeug speichere ich mir meins. Renn. René, renn. Okay, ich renne dir auch hinterher. Dein Ding, was auf dem Anhänger drauf ist, interessiert mich ein Scheiß. Ja, das speichere ich auch, weil einfach, weil es cool ist. Das gehört einfach dazu. Wenn du meinst. Hm? Ja, den als Monster Truck Ding speichern. Sound muted. Sound resumed. Eigentlich nicht. Lol. Es sind gerade drei. Drei? Oh, es war. Drei? Drei? Boah, dein Ding backt vor allem rum.
Ich fahr wieder zurück. Da, wo du hergekommen bist. Genau. Ich häng meinen Anhänger an und komm auch. Ah, Maral spielt Skriptmechanik. Echt? Was, sowas? Ja, ach du Scheiße. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich nicht von ihm erwartet. Warte mal, ich. Ich push mal ein bisschen meinen Motor auf hier, damit das schneller geht. Boah, Alter, 30 FPS, ich glaube, die Welt laggt zu langsam. Ja, wir müssen nächstes Mal eindeutig eine neue Welt starten. Das Karussell wird jetzt dann, denke ich, noch fertig, hoffe ich. Hoffentlich. Dann geht denn schon die Folge, wir sollten uns endlich mal einen Timer stellen für irgendwas. Für irgendwas, ja, wenn man im Multiplayer spielt, geht halt die Zeit einfach viel schneller rum. Ja. Musst du wieder so halbe Stunden oder 40 Minuten Parts rendern und schneiden. Brauchen bestimmt nicht alles. Ja gut, wenn sie es nicht angucken, ist es nicht mein Problem. Was sollen sie halt längere Videos angucken. Okay. Ich hoffe, dass das ab und zu mal geht, weil YouTube speichert ja auch die Stelle, an der man zuletzt war. Von dem her kann man dann auch einfach wieder reinsippen, wenn man dann wirklich die Videos von jemandem sehen möchte. Bei mir laggt das ganze Spiel langsam. Aber sicher. Oh. Bei mir geht's. Ich habe halt auch den besseren PC. Ich spiele hier mit dem Laptop, was erwartest du? Ein Gaming-Laptop von 2013, der fast genauso gut wäre wie mein PC laut Statistik. Glaube ich aber nicht. Du brauchst schon einen ziemlich guten. Ach, das ist jetzt symmetrisch. Ja, das sieht nur unsymmetrisch. Ach du Scheiße. So wird dann unser Ding. So sieht ein Riesenrad aus. Nein, aber das gibt die Halterung für den Sitz. Ach so, so macht es. Kommt dann da hier noch so. So da so kommt eine Plattform hin, wenn man hier jetzt da. Machen wir solche Dinge dran, genau. Und dann kommt da eine Plattform hin. Und dann auf der anderen Seite genau das gleiche. Wie lang sind die Dinge einzeln? Ups. Was du? Das ist ein Scheiß hier weg. Da müssen doch nur noch vier dran jetzt. Da, wenn wir hier noch so vier dran machen. Da. Guck. So meine ich das. Oh. Irgendwas. Muss ich da noch eins dran backen? Wah! Du! Was passiert hier? Bah! So muss das sein, und dann kannst du hier den Sitz drauf klatschen. Ich brauche erstmal einen Sitz hier. So. Wir machen aber nur eins mit zwei. Das kannst du dann ganz oben hin machen. Ja, ich dachte so mit vier, dann ist es so symmetrisch im Viererkreis. Nee, wir sind ja nur zwei Leute. Das. Sicher, dass es das jetzt durchfliegen kann? Ich mach mal die Technik. Ich verkabel mal alles hier. Okay. Du kannst dann mal den anderen Sitz bauen. Ja, aber ich komme da oben nicht dran. Hast du dein Pech. Dann machen wir nämlich einen Schalter hin. Für beide Motoren. Hier. Und dann brauchen wir das Verkabelungsgerät. Da. Wir machen so, dass beide Sitze das steuern können, oder? Ja. Okay. Wenn das denn möglich ist. Ja, dann brauchen wir zwei Motoren und alle müssen das steuern und zwei. Ah. Okay, dann machen wir den da wieder weg. So. Dann ist jetzt nur der eine auf dem Steuergerät hier. Mal, wie du es verkabelt hast. Zweiter Schalter kommt dann dahin. Und der wird dann verkabelt mit dem anderen Motor. Der eine Motor geht aufs eine Gelenk und der andere aufs andere. Ja.
Ja, jetzt sind wir beide auf einem. Haben wir da beide zu viel gedacht. Ja. Da. Das ist doch richtig. Ja. Gut. So, wenn ich... Ah. Mach mal. Das Ding da, da ist noch die Hebebühne dran, oder? Ah, nee, ist es nicht. Das geht, glaube ich, nicht, dass beide steuern können. Nee, dass die tun sich gerade gegenseitig stören. Ehren. Mach mal an. Wir brauchen mehr Metall. Jetzt kannst du auf der anderen Seite bauen. Wie auf der anderen? Achso, ja, stimmt. Jetzt mache ich mit Metall oder mit Holz bauen? Mach's mit Holz. Ich mach unten Metall als Gegengewicht. Ich muss hier Gegengewicht dahin klatschen. 9 sind sie ja lang, gell? Ja. Ich hoffe, das hält. Wie groß ist die Plattform, wo der Sitz drauf ist? Keine Ahnung. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 5 mal 6. Ich hoffe, dass das jetzt nicht mehr wegfliegt hier. Eigentlich sollte das jetzt nicht mehr annähernd fliegen. Bei dem Gewicht. Ich komme da nicht mehr dran. Auf die andere Seite. Ja, ich kann noch mal ein bisschen laufen lassen dann. Ja. Zurück. Ich. Nein, 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 nein. Ja, ja, stopp, stopp, stopp. Ich glaube, das geht. Ja, das geht. Wenn sich's auspendelt. Ach du Scheiße. Wenn es sich irgendwann mal auspendelt. Warte mal, ich pack hier noch ein. Also jetzt sollte das nicht mehr wegfliegen. Glaube ich. So viel Metall wie das ist, kann das rein theoretisch gar nicht mehr fliegen. Das Ding ist schwerer wie die ganze Erde. Da ist noch kein Sitz drauf. Wenn das Riesenrad fertig ist, dann wird die Folge dann auch zu Ende sein. So. Okay, wow. Ich kann das irgendwie steuern. Ich kann das nicht steuern. Wow. Ich glaube, wir müssen irgendwie Stützdinger dran machen. Ich glaube, wir schlagen da auf den Boden ein. Warte mal, ich steck mal irgendwie die. Mach mal das Ding Motor ein bisschen schwächer. Vielleicht können wir gucken, ob wir da anschlagen. Nein, nein, wir schlagen an. Ich weiß es jetzt schon. Wir machen unten frei. Geh mal weg. Geh mal weg da unten. Wir machen da unten mal ein bisschen frei. Der aber dort steuert einfach gar nicht. Nee, gleich abbauen, Alter. Das bringt. Lass mal laufen. Läuft doch schon nicht. Anderer Motor. Warte mal, wir machen das einfach so. Dann, damit wir mehr Kraft haben, dann übertragen wir das auf beide, genau. Und dann bräuchten wir hier noch ein bisschen anderes, nicht nur Motor. Warte mal, ich habe eine Idee. Warte mal, ich transportiere das mal direkt rüber. Achtung, 3, 2, 1, hier. Halt! Halt! Das hier so und dann machen wir unten Beine hin. So richtige krasse Dinger. Das bringt doch nichts, wenn du Beine hin machst. Ja, wir machen kurze Stützen hin, damit wir nicht mit dem Boden, damit wir nicht mit dem Kopf aufschlagen.
Aber nur wirklich nur ganz klein. Ich meine solche Dinger hier. Was? Denkst du jetzt so kleine Stützen reichen auch? Ist nicht so übertrieben, brauchen wir es jetzt nicht. Ja, aber sonst fliegt es vielleicht weg, weil es nicht so viel Bodenkontakt hat. Dann macht es so, wie du es denkst. Ja, ich muss das Ding treffen können. Ich hoffe, das geht. Wenn nicht, können wir es ja easy abbauen. Das ist schwer. Warte mal, warte mal, warte mal. Da muss erstmal wieder weg hier. Das ist nämlich zu hoch. Setz die Scheiße mal ab. Und wie kommen wir jetzt da hoch? Wir bauen uns hier eine Treppe. Oder wir machen einfach so. Ja, warte mal, wir verkabeln hier gerade noch die hier mit den Knöpfen. Halt mal, nichts machen. Okay. Weil ich muss erstmal noch verkabeln und dann können wir Spaß haben. Volle, volle, immer volle Pulle. Oh. Dumm, dumm, dumm. Lag ich auf dem Boden an? Vermutlich ja. Das ist, ich sehe es nicht. Das ist wie. Mach einfach den ganzen Boden da unten weg oder ersetzt so einen kleinen Teil. Ja, wir machen da unten mehr Boden weg, genau. Da drüben auch noch. Ja, ein bisschen. So, perfekt. Kannst du mal bitte starten? Ja, warte mal. Damit es schön aussieht. Kann nicht genug Metall haben. Nee, dann schlag ich mal wieder auf den Metall auf. Ist das ein Verlust? Du schlägst genauso auf. Geht doch. Das ist kein Riesenrad, das ist. Ego-Perspektive, Alter, geh mal da rein. Mach ich. Wow, 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 wow. Ich sehe hier einfach mal gar nichts. Juhu, ich auch nicht. Aber ui! Je weiter du rauszoomst, desto. Ach du Scheiße, ich lieg von dabei. Je weiter du rauszoomst, desto besser ist es. Oh. Ja, gut. Hättest du es vielleicht zuerst ausschalten sollen? Arschloch. Arschloch. Nun, ich denke, das war's dann für diese Folge. Wir haben genügend Scheiße gebaut für heute. Somit bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.